Nach dem Busunglück in Venedig mit mehr als 20 Todesopfern haben die Behörden Schwierigkeiten, die Leichen zu identifizieren. Unter den Opfern sind viele junge Menschen, darunter ein 1,5-jähriger Junge und ein 11-jähriges Mädchen. Auch Deutsche waren in dem Bus, bestätigt das Auswärtige Amt. Das Fahrzeug stürzte aus noch ungeklärter Ursache von einer Brücke auf Bahngleise und ging sofort in Flammen auf. In questo stato da anni che è in questo stato che dicono manutenzione hanno fatto così, però hanno cominciato da poco a fare la manutenzione, però la sicurezza la adesso ho notato che ci sono dei pezzi di guarderai arrugginiti staccati. Der Elektro-Shuttle-Bus mit Touristen an Bord war auf dem Rückweg vom historischen Zentrum Venedigs zu einem Campingplatz. I feriti sono tutte persone giovani, i familiari stanno arrivando, essendo tutti pazienti stranieri, c'è bisogno dei tempi di percorrenza, quindi stanno piano piano arrivando. Die Staatsanwaltschaft von Venedig ermittelt und hat angefangen, mit verletzten Überlebenden zu sprechen. Allerdings seien nur wenige in der Lage, Auskunft zu geben. Sie berichten, dass der Fahrer eines anderen Busses der Erste war, der erste Hilfe leistete und einen Feuerlöscher von der Brücke warf.